Hallo liebe Zuschauer und ganz herzlich willkommen hier im Hamburger Bestattungsforum Ohlsdorf. Seit einiger Zeit findet in unserer Bestattungskultur ein gewisser Wandel statt. Immer mehr Menschen wünschen sich eine ganz individuell gestaltete Trauerfeier, die ihren Wünschen und Gefühlen beim Abschied von einem geliebten Menschen wirklich haargenau entspricht. Und genau das kann das Hamburger Bestattungsforum Ohlsdorf für Sie umsetzen. Mit diesem Gebäude ist etwas entstanden, was wirklich nahezu alle Angehörigenwünsche Ihnen erfüllen kann. Und einen ersten Überblick über die Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten, bekommen Sie hier. Wir befinden uns im Foyer des Hamburger Bestattungsforums und hier am Informationstresen geben Ihnen die Damen und Herren und diverse Prospekte alle Infos, die Sie benötigen. Das Hamburger Bestattungsforum Ohlsdorf bietet Ihnen drei unterschiedliche Feierhallen in verschiedenen Größen an. Und hier befinden wir uns gerade in einer von denen, nämlich in der sogenannten Cordis-Halle. Was mir sofort aufgefallen ist beim Betreten dieses Raumes, ist, dass eine wirklich sehr, sehr gemütliche und warme Atmosphäre herrscht. Ich spüre keinerlei Berührungsängste, wie zum Beispiel, wenn man in einer kalten Kapelle steht, sondern dieser Raum ist trotz der vielen modernen Elemente wirklich äußerst gemütlich und komfortabel. Was mir persönlich besonders auch gefällt, ist dieses Loch in der Decke. Man kann sehen, dass Sonnenlicht hier durchscheinen kann. Und wenn ein Sarg bei einer Trauerfeier aufgebahrt ist, dann strahlt die Sonne direkt auf den Verstorbenen herunter. Und das ist natürlich nicht nur eine wunderschöne Symbolik, sondern macht auch fürs Auge wirklich schön was her und macht es einem warm ums Herz. Noch ein weiterer Vorteil der Cordis-Halle ist, dass man sie variabel im Raum aufteilen kann. Man kann sie zum Beispiel verkleinern. Wenn nur wenige Trauergäste kommen, dann fühlen die sich in einem großen Raum oft etwas verloren. Und man kann den Raum hier mit Hilfe von variablen Wänden so verkleinern, dass die Atmosphäre jederzeit ganz gemütlich und intim bleibt. Ein weiteres in Deutschland einzigartiges Angebot stellt Ihnen das Bestattungsforum Ohlsdorf in Form dieser kleinen gemütlichen Familienzimmer zur Verfügung. Die Familienzimmer gibt es neben jeder der drei Trauerhallen und sie sind ein wirklich idealer Rückzugsort für Sie und Ihre nächsten Angehörigen, um sich einen Moment vor Beginn der Trauerfeier noch einmal zurückziehen zu können, um sich noch einmal ein bisschen entspannen zu können, ohne dass jeder auf Sie zukommt und irgendetwas womöglich von Ihnen möchte. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, in den Familienzimmern sich gegebenenfalls auf Wunsch noch eine kleine Erfrischung oder einen kleinen Kaffee servieren zu lassen. Einfach, dass Sie so gut wie möglich sich auf den Beginn der anstehenden Trauerfeier vorbereiten können. Wir befinden uns hier jetzt in der wirklich wunderschönen Fritz-Schumacher-Halle hier auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Und die erstrahlt im wahrsten Sinne des Wortes in neuem Glanz. Bei mir begrüße ich jetzt ganz herzlich den Oberbaudirektor der Stadt Hamburg, Professor Jörn Walter. Schön, dass Sie da sind. Tag. Herr Professor Walter, was sind denn die besonderen architektonischen Merkmale dieses Gebäudes? Ja, Schumacher hat ja mit dem Krematorium hier versucht, die Idee etwas zu verfolgen, einerseits dem Thema eine gewisse Feierlichkeit, auch eine gewisse sakrale Wirkung zu geben, dennoch keine Kirche zu bauen. Und man sieht es, glaube ich, jetzt auch, wenn man von außen sich hier im Inneren, in diesem Raum hier nähert, dass er doch sehr licht ist, nach der Sanierung jetzt in einem besonderen Maße. Man sieht diese Binderkonstruktion und sieht natürlich auch das aufsteigende Motiv, was hier die Ausgestaltung dieser Halle sehr stark geprägt hat. Was wurde denn in der Sanierung von diesen Ursprungsideen von Fritz Schumacher wieder aufgegriffen? Beziehungsweise war das ganz einfach, das ins Heute und hier zu transportieren?
Ja, es war ja schon das ein oder andere noch da. Es ist viel saniert worden, das muss man, glaube ich, schon sagen. Dennoch ist natürlich jetzt gerade, was die gesamte Verputzung, die Streichen, die Wiederherstellung des Glasmaterials, auch des Mosaiks anbetrifft, das ist eben alles wieder in einen Zustand versetzt worden, wie es ursprünglich gewesen ist. Und ich glaube, man kann jetzt auch wieder ein bisschen die Wirkung, auch die freundlichere Wirkung erfassen, die Schumacher hier im Inneren eigentlich angestrebt hat, die schon Ruhe ausstrahlt, auch Bedächtigkeit ausstrahlt, aber dennoch eben auch Hoffnung ausstrahlt. Und das war vor der Sanierung in dem Maße nicht mehr erkennbar. Sie haben mit den Glasfenstern und dem Mosaik, was wir hinten sehen können, schon zwei absolute Höhepunkte meiner Meinung nach erwähnt. Könnten Sie uns vielleicht zu der Bedeutung, zur Symbolik des Mosaiks noch etwas erzählen? Da hat sich bestimmt schon der ein oder andere Besucher mal gefragt, was bedeutet das genau? Ja, es hat ein bisschen mit dem Motiv zu tun, dass hier über das Thema der Flamme, des Feuers, ein Grundelement im Grunde genommen sich in diesem Mosaik hier auch widerspiegelt, was eben auch mit dem Aufsteigen, mit dem Auflösen zu tun hat. Und dieses Motiv ist, glaube ich, in diesem Mosaik, wenn man es jetzt auch gerade wieder anschaut, so schön wie es wieder hergestellt ist, auf eine abstrakte Weise wieder dargestellt. Es gibt dann das überlagernde Thema von Bonani mit diesen Fenstern, die ja auch nicht gleich sind, sondern die von der etwas kühleren Atmosphäre, man sieht, dass in dem vorderen Teil mehr die Blautöne überwiegen, hier in die wärmeren Farben übergeht. Auch da gibt es ähnliche Themen. Diese beiden Seiten im Grunde genommen auch unseres Lebens, des Anfangs und des Endes, auf eine angemessene Art und Weise hier in einer abstrakten Form darzustellen. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Walter. Danke. Nach dem Treffen mit dem Oberbaudirektor, Herrn Professor Walter, habe ich mich hier jetzt in der Fritz-Schumacher-Halle etwas weiter nach unten begeben, um Ihnen von einem weiteren Vorteil des Hamburger Bestattungsforums Ohlsdorf zu berichten. Es ist nämlich jetzt möglich, die Trauerfeier, die Einäscherung und die Beisetzung alle aufeinander folgend an ein und demselben Tag zu realisieren. Das ist natürlich ideal, auch gerade für Trauergäste, die womöglich von weiter weg angereist kommen und für die zwei verschiedene Termine einfach unmöglich wahrzunehmen wären. Die Zeit zwischen der Trauerfeier und der anschließenden Urnenbeisetzung lässt sich hier in Ohlsdorf natürlich ideal überbrücken, zum Beispiel mit einem wunderschönen Spaziergang über den weltweit größten Parkfriedhof. Ich begrüße bei mir ganz herzlich jetzt Wolfgang Purwin, den Geschäftsführer des Unternehmens Hamburger Friedhöfe. Herr Purwin, welche Idee steckt denn überhaupt hinter dem Hamburger Bestattungsforum Ohlsdorf? Ja, dazu müsste ich noch ein Stück zurückgehen in die Vergangenheit. Wer das hier kennt, wird gesehen haben, dass die Gebäude auf diesem Areal viele Jahre in einem sehr schlechten Zustand gewesen sind. Das Schumacher-Gebäude musste mit seinen drei Feierhallen dringend saniert werden. Die anschließenden, angrenzenden Gebäude, die Verstorbenenhalle und die Abschiedsräume waren nicht mehr zeitgemäß. Dazu gab es immer wieder die Überlegung und den Plan, auch für den Friedhof Ohlsdorf ein neues Krematorium wieder zu bauen und zu betreiben. Und aus diesen Überlegungen, Sanierung des Schumacher-Gebäudes auf der einen Seite, ein neues Krematorium, entstand die Idee, ob man nicht weitere Räumlichkeiten schaffen könnte für Trauer, für Abschied, für Beisetzung. Und erst 2008, 2009 haben sich die finanziellen Möglichkeiten ergeben, dieses Projekt, dieses Bestattungsforum im Detail zu planen und dann letztendlich auch zu bauen. Es ist etwas sehr, sehr Schönes entstanden, wie ich finde. Welche Bedeutung würden Sie denn dem Bestattungsforum jetzt, wo alles fertig ist, beimessen? Ja, einmal zunächst natürlich eine kulturelle oder man kann auch sagen bauhistorische Bedeutung. Dadurch, dass
es gelungen ist, diesen imposanten Bau von Schumacher denkmalgerecht zu sanieren mit den baulichen Erweiterungen. Und zum Zweiten war es immer Anspruch und ist auch immer noch Anspruch von uns, dass der Friedhof attraktiver werden sollte. Und zwar nicht nur der Friedhof, sondern attraktiver für den Stadtteil, für die Stadt Hamburg, sogar über Hamburg hinaus für die Region und für die Bürgerinnen und Bürger natürlich. Der Friedhof alleine als Friedhof in seiner Schönheit, als Park zur Erholung und auch als Stätte der Kultur ist schon eine Besonderheit. Aber es fehlte noch etwas. Es fehlte noch etwas, ich würde mal sagen, so im Sinne eines ganzheitlichen Friedhofsangebots. Und jetzt mit dem neuen Bestattungsforum hat der Friedhof etwas bekommen. Und zwar eine Vielfalt an Räumlichkeiten, an Möglichkeiten für Trauernde und Hinterbliebene, je wie sie das auch wünschen. Aber nicht nur für die, sondern auch darüber hinaus für kulturelle Veranstaltungen. Wir denken an Ausstellungen, an Vorträge, an Lesungen. Das soll auch dafür genutzt werden. Und ein dritter Aspekt, der auch nicht ganz unwesentlich ist, wir sind ein Unternehmen und wir sehen es auch als ein Meilenstein im Sinne einer strategischen Bedeutung für das Unternehmen. Wir sind Unternehmen und dazu gehört auch die Verantwortung und die Aufgabe, die Grundlagen zu schaffen für eine dauerhafte wirtschaftliche Zukunft dieses Unternehmens. Und dafür ist dieses Bestattungsforum ein wichtiger Baustein. Wolfgang Purwin, herzlichen Dank. Vielen Dank auch. Wenn möglicherweise eine oberirdische Urnenbeisetzung Ihren Wünschen am nächsten kommen sollte, meine Damen und Herren, dann hat das Bestattungsforum auch dafür eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Hier im sogenannten Kolumbarium sehen Sie verschiedenste Fächer, wo Sie Ihre Urne platzieren können. Es gibt sogar Doppelfächer, wo man zwei Urnen hineinstellen kann. Und diesen Platz, liebe Zuschauer, den können Sie dann, sobald die Urne einmal drinsteht, ganz individuell genauso gestalten, wie Sie das möchten und genauso, wie Sie Ihrem Angehörigen gedenken wollen. Noch sind die Fächer leer, aber später wird das hier alles individuell und ganz schön gestaltet aussehen. Und das ist eine wunderbare Art, dem Verstorbenen zu gedenken. Nach der Cordes-Halle und der Fritz-Schumacher-Halle sind wir mittlerweile in der dritten Feierhalle angekommen, in der sogenannten Linne-Halle. Wie Sie hier sehen können, ist symbolisch mal eine Urne aufgestellt, damit Sie sich ein Bild machen können, wie Ihre Urnentrauerfeier hier aussehen könnte. Es gibt darüber hinaus hier in der Linne-Halle aber noch eine ganz besondere Möglichkeit, eine Trauerfeier ablaufen zu lassen, wenn an dieser Stelle noch ein Sarg stehen würde, der anschließend eingeäschert werden soll. Dieser Sarg würde dann nämlich vor den Augen der versammelten Trauergemeinde seinen letzten Weg antreten. Und zwar den Weg direkt hin zur Einäscherungsanlage, die hier nebenan liegt und die wir Ihnen auch gleich zeigen wollen. Die Angehörigen können den Verstorbenen mit ihren Blicken bis ganz zum Schluss verfolgen, nämlich genau bis zu dem Moment, wo der Sarg hier abgestellt wird und dann in die Einäscherungsanlage hineingefahren wird. Sie haben gesehen, es ist ein sehr kurzer Weg und das bedeutet natürlich, dass dem Verstorbenen auch unnötig lange Transportwege erspart bleiben. Neue Urnengrabstätten sind hier im Bestattungsforum entstanden. Das Kolumbarium haben wir uns ja eben schon zusammen angeschaut und jetzt befinden wir uns in der sogenannten Urnenkrypta. Wie Sie vielleicht von der Anmutung schon sehen können, ist diese sehr, sehr edel gestaltet und insgesamt auch etwas einheitlicher als das Kolumbarium. Es gibt 5 unterschiedliche Urnenmodelle, von denen wir hier schon 2 sehen können, aus denen Sie wählen können. Jetzt gehen wir noch einmal rüber und schauen uns die anderen 3 an. Und so, das kann man glaube ich sagen, können Sie in insgesamt sehr gehobener Atmosphäre Ihren Angehörigen dann hier besuchen kommen.
Wir kommen so ganz langsam zum Ende, zum sogenannten Abschied unseres Informationsfilms. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen, liebe Zuschauer, noch einen der vielen ganz besonderen Abschiedsräume zeigen, über die Sie hier im Bestattungsforum Ohlsdorf verfügen können. Hier in den Abschiedsräumen können Sie Ihren Angehörigen rund um die Uhr besuchen. Und ich meine rund um die Uhr. Denn Sie bekommen für Ihren individuellen Raum eine Chipkarte ausgestellt, die Sie jederzeit, unabhängig von irgendwelchen Uhrzeiten, von Friedhofsöffnungszeiten einfach hier gegenhalten. Ihr Raum öffnet sich und Sie können zu Ihrem Angehörigen gehen, immer genau dann, wenn Ihnen der Sinn danach steht. Und ich würde sagen, ein intensiverer und privaterer Abschied ist gar nicht möglich. Zuschauer, zum Abschied unseres Rundgangs habe ich mich jetzt für einen Abschieds-Cappuccino ins Café Fritz gesetzt, übrigens benannt nach dem berühmten Architekten Fritz Schumacher. Hier können Sie Ihren Besuch des Friedhofs Ohlsdorf oder auch Ihre Trauerfeier, die hier stattgefunden hat, wirklich ideal und ganz gemütlich ausklingen lassen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen bei unserem Rundgang schon einige wichtige Informationen vermitteln. An dieser Stelle möchten wir Sie aber natürlich ausdrücklich und ganz herzlich einladen, einmal selbst das Hamburger Bestattungsforum Ohlsdorf zu besuchen. Kommen Sie her, machen Sie sich selbst ein Bild von den Möglichkeiten, die Sie auf Ihre Trauerfeier bezogen hier haben. Es gibt wirklich sehr, sehr viel zu sehen und zu entdecken. Und ganz unabhängig auch von einem akuten Trauerfall gibt es hier regelmäßig Vorträge, Lesungen und auch Ausstellungen, die Sie besuchen können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis bald und auf Wiedersehen.